Ein Netz, das alles umspannt. Ein Netz, das uns trägt durch magnetische Wellen der Liebe. Ein Netz, das für viele fühlbar ist und für genauso viele oder noch mehr nicht fühlbar ist. Dieses magnetische Gitternetz, was die Erde umspannt und was uns über die Aura miteinander verbindet, trägt eine große Verantwortung für uns. Und gerade in der aktuellen Zeit ist es wichtig zu verstehen, was geschieht und wie wir die Erde und dieses Netz unterstützen können. Aus diesem Grunde ist dieser Podcast entstanden mit einem wichtigen Channeling von Kryon am Ende. Und ich darf dich ganz herzlich begrüßen. Und ich freue mich, dass du hier bist. Und ich bitte dich, damit du alles aufnehmen kannst, was heute gesagt wird, bis zum Schluss dran zu bleiben. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal. Ich bin Heilmedium und Buchautorin. Und heute möchte ich dir über die aktuelle Zeit sprechen und über die Bedeutung der magnetischen Energie. Und die hängt sehr eng mit Kryon zusammen, denn Kryon als magnetischer Meister ist zu uns gekommen, um die Erde und die Menschen zu unterstützen in den Zeiten des Wandels. Und die Zeiten des Wandels sind im Moment so sehr stark spürbar wie noch nie zuvor. Das magnetische Netz, was sich in deinem Körper befindet, in deiner Aura, in deinem Lichtkörper, in deinem Gehirn, deinem Herzen, in deinen Zellen, dieses magnetische Netz ist ein wertvolles Hilfsmittel, um Wellen der Heilung zu empfangen. Dies kannst du kennenlernen in unserem Webinar, welches ich dir unter diesem Podcast verlinken werde. Stellt euch das so vor, dass die Erde umhüllt ist von einem lichtvollen Gitternetz. Dieses Gitternetz trägt die Erde und jeder Planet hat so ein Gitternetz. Und das Universum insgesamt ist von einem noch größeren Netz durchwoben, in welchem die einzelnen Planeten liegen. Und je reiner das Gitternetz der Planeten ist, also sprich zum Beispiel für unsere Erde, je reiner dieses Netz ist, umso höher kann der Planet mit all seinen Bewohnern aufsteigen in die höheren Dimensionen. Jetzt ist es so, dass gerade durch aktuelle Ereignisse dieses Netz größere Verunreinigungen trägt. Und diese Verunreinigungen machen es Mutter Erde sehr schwer, sich selbst zu reinigen und sich selbst in Balance zu halten. Und so ist es unsere Aufgabe, die wichtigste Aufgabe der Lichtarbeiter, dafür zu sorgen, dass es unserer Mutter Erde gut geht und dass dieses Netz gestärkt wird. Wir haben dabei Unterstützung von den magnetischen Meistern der lichten Wesen, von den Sternenfreunden. Wir sind also niemals allein bei dieser Aufgabe. Außerdem schwingt in unserer Aura auch ein magnetisches Netz. Und diese magnetischen Schwingungen betreffen den ganzen Körper. Du findest magnetische Schwingungen in deinem Kopf, in deinem Gehirn, in deinem Herzen, in deinen Zellen, in deinen Chakren und über all diese wundervollen Organe oder auch geistigen Organe sind wir mit dem magnetischen Gitternetz der Erde verbunden. Und so fühlen wir, genau wie Mutter Erde, denn sie ist ein lebendiges Wesen, so fühlen wir die Energien von Streit, von negativen Schwingungen, genauso stark wie Mutter Erde. Und damit diese Verunreinigungen sich lösen, haben die lichten Wesen schon sehr viel unternommen. Und aus diesem Grunde kommt heute noch eine
wichtige Botschaft von Kryon. Denn Kryon, er ist, oder er sagt selbst, er ist verantwortlich und fühlt sich verantwortlich dafür, dass das magnetische Gitternetz rein ist und stark ist. Und Kryon selbst und sein Gefolge senden sehr viele Energien zur Unterstützung in dieses Gitternetz. Und so sind wir jetzt aufgerufen, alle zusammen zu helfen. Zusammen mit den Sternenvölkern, wo du schon ein Video von mir bekommen hast, und zusammen zu helfen mit dem Gefolge von Kryon. Mutter Erde braucht Unterstützung und alle Menschen brauchen Unterstützung und besonders die Menschen, welche in der Not sind. Menschen, die gar nichts dafür können, über die Situation, in der sie sich jetzt gerade befinden, verursacht durch politische Arrangements, politische Bestimmungen, politische Entscheidungen. Aus diesem Grunde lade ich dich nun ein, die Botschaft von Kryon zu hören und mitzuwirken bei dem, was wir jetzt zusammen machen werden. So lasst uns beginnen. Ich bin Kryon und ich grüße euch im Namen des magnetischen Dienstes. In meiner vollen Präsenz spreche ich heute zu euch und besonders zu dir. Während die heilige Schwingung des Ich Bin vom magnetischen Dienst ertönt, strömen die Engel meines Gefolges in diesen Raum und sanft nehmen sie Platz, umringen dich und setzen sich dir zu Füßen, betrachtend und liebend. Kryon und sein Gefolge tragen das Licht, das den Weg erhellt und die Energie der Liebe und des Ausgleichs, welcher als magnetische Energie in das Gefüge des Seins hineinfließt. Als Kollektiv von magnetischen Wesen sind wir bestrebt, Harmonie und Heilung auf euren Planeten und in eure Herzen zu tragen. Unsere Mission ist es, euch auf eure Reise der Erkenntnis, des Wandels und der Transformation zu begleiten. Möge diese Zusammenkunft heute euer Verständnis vertiefen und eure Herzen mit der Liebe und Weisheit des magnetischen Dienstes erfüllen. Wir sind dankbar für eure Offenheit und eure Bereitschaft, diese Botschaft zu empfangen. Denn in Einheit und Liebe sind wir stets vereint. Als ich Kryon gerufen wurde, damals hatte ich mich vorbereitet, mit all meiner magnetischen Essenz in die Energiefrequenz des Vaters eures Universums einzutreten. Man könnte es auch als eine Übergangspforte bezeichnen, durch die ich in den höchsten Sphären der Schöpfung empfangen wurde. Dort wurde beraten, wie ich Kryon am besten für euch wirken kann. Und so wurde beschlossen, dass ich als urmagnetisches Licht eine große Verschmelzung eingehen werde. Und aus diesem Grunde bin ich bei euch und schon seit längerer Zeit da, um für euch zu dienen. Lasst uns nun über das magnetische Gitternetz sprechen. Magnetismus, ein Wort, das wie eine mächtige Welle die Realität, die Einheit, auf eine Art und Weise durchdringt, wie es auf diesem Planeten zuvor noch nie erfahren wurde. Für viele mag es nur ein Wort sein, aber für uns ist es der Inbegriff von Vollkommenheit und Aufstieg. Magnetismus repräsentiert das stärkste und am meisten ausgerichtete Licht, das jemals existierte. Es kennt keine Abweichungen. Es ist eine kristalline Struktur, die die unvergleichliche Schönheit der Quelle selbst verkörpert.
Betrachtet aus unserer Perspektive ist Magnetismus in einem Verhältnis zu anderen Lichtfrequenzen zu sehen, dass sich etwa so verhält wie Feuer und Erde. Magnetismus ist Licht und göttliche Energie aus der Wirklichkeit, eng verbunden mit der göttlichen Flamme in euch. Denn mit eurem Herzen könnt ihr die Vollkommenheit und die Einheit des Magnetismus, des magnetischen Feldes wahrnehmen. Daher sage ich Kryon euch, versuche nicht, den Magnetismus mit deinem Verstand zu begreifen. Und glaube mir, Kryon, die Aspekte des Magnetismus, die du als Mensch kennengelernt hast, wie elektromagnetische Formen und Strukturen sind lediglich Randprodukte des ursprünglichen Magnetismus, entstanden in einem Umfeld, das sich polar verhält in eurer Dualität. Das magnetische Gitternetz schwingt mit den Wellen des Magnetismus aus der Wirklichkeit und bewirkt den großen Wandel der Paradigmen. Oft hört ihr das Wort Dualität. In dieser Dualität, wo alles zwei Pole hat und geschaffen wurde, um in divergierenden Richtungen zu wirken, hat es zu allen Zeiten ein Für und Wider im Denken der Menschen gegeben oder Zweifel darüber, welche Richtung die richtige sei. All das wird es bald nicht mehr geben. Der wachsende Fluss des Magnetismus auf der Erde depolarisiert die alten Gefüge und Strukturen. Die Pole vereinen sich und werden eins. Das ist kosmische Weisheit und Physik. Magnetismus bewirkt Veränderung. Und das magnetische Gitternetz, es muss rein sein, damit diese Veränderungen eintreten können. Das ist der Grund, warum ich heute zu euch spreche. Kryon wird mit euch und mit dir eine Übung machen, um das Gitternetz zu stärken und auch um jeden einzelnen von euch gleichzeitig zu reinigen und zu stärken. Dies ist ein großartiger Vorgang, der dazu beiträgt, das Gitternetz in seine ursprüngliche Form zurückzubringen. Ihr wisst selbst, dass gerade die Gegenseite bei euch auf der Erde alles versucht, um an die Macht zu gelangen. Doch diese Kämpfe führen in das Nichts. Denn wir sind bei euch, Kryon und sein Gefolge, die Sternenwesen und die Lichtenwesen. Alle sind wir da, denn auch wir haben Interesse, dass die göttliche Ordnung wieder auf die Erde einkehrt. Und so lasst uns nun gemeinsam diese Übung vollziehen. Und ich lade dich besonders ein, diese Übung zu wiederholen und auch meine Worte immer wieder einmal anzuhören. Denn mit jedem Wort, was ich spreche, fließt magnetische Liebesenergie in deine Aura und in dein Bewusstsein ein. Und diese Energien stabilisieren dein Sein, schützen dich und tragen dich. Und so sende ich dir, um zu beginnen, jetzt ganz bewusst diese Energie. Und so fließt jetzt magnetische Energie in dein persönliches Gitternetz, in dein Energiefeld, deinen Lichtkörper, deine Aura, deine Chakren und deinen Körper in die Zellen hinein. Fühle, wie Kryon jetzt ganz nah bei dir ist und fühle, wie sich deine Seele erhebt, um ihre Aufgabe zu erkennen. So lasst uns nun beginnen. Stell dir vor, wie du auf einer schönen grünen Wiese stehst, die Sonne scheint, du glücklich und zufrieden bist. Und nun lass aus deinen Füßen Wurzeln tief in die Erde hineinwachsen.
Visualisiere, wie diese Wurzeln sich durch die Erdschichten hindurch bewegen und sich letztendlich mit dem Herzen von Mutter Erde verbinden. Spüre die lebendige Energie, die von Mutter Erde ausgeht. Diese Energie ist warm und liebevoll. Stell dir vor, wie sie sich über deine Wurzeln in deinem Körper ausbreitet und dich vollkommen umgibt. Ich, Kryon, bin bei dir. Und nun nimm wahr, wie du die Wünsche von Mutter Erde empfängst. Diese können Schutz, Heilung, Harmonie, Liebe und Frieden für die Menschen sein. Öffne dein Herz und lass nun diese Wünsche ihren Platz in deinem Herzen einnehmen. Ich, Kryon, bin bei dir. Ich reinige jetzt das magnetische Gitternetz der Erde und stärke es mit meiner Energie. Vielleicht kannst du wahrnehmen, wie mein leuchtender Lichtstrahl nun in das Gitternetz einfließt und sich das Gitternetz vollkommen regeneriert, neu aufgebaut wird und strahlt. Vielleicht siehst du, wie das Gitternetz nun von alten Belastungen, Negativität, Streit- und Kriegsenergien gereinigt wird. Alles löst sich auf und wird in reine, liebevolle Energie von mir transformiert. Fokussiere dich nun darauf, wie das Gitternetz sich mit erneuter Stärke und Schönheit ausdehnt. Es erstrahlt in hellem Licht und sendet Heilung und Liebe in die Welt. Und nun lass die Wünsche von Mutter Erde, die du in deinem Herzen empfangen hast, mit der gereinigten Energie des Gitternetzes verschmelzen. Ich gebe dir ein wenig Zeit. Diese gemeinsame Energie fließt nun in die Welt hinaus, um die Menschen zu unterstützen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Vergiss nicht, diesen Podcast zu liken und zu teilen und abonniere meinen Kanal, wenn du weiterhin so wichtige und schöne Botschaften und Übungen bekommen möchtest. In tiefer Liebe, Monika Nirjana.